Wow. Servus, willkommen zu einer neuen Folge Chiropraktik. Heute haben wir Hanna zu Besuch. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir haben uns vor 5 Minuten kennengelernt. Was kann ich für dich tun, Hanna? Welche Problematiken bringst du mit? Ja, also primär würde ich sagen, dass ich so ungefähr schon seit 10 Jahren immer so im Lendenwirbelbereich starke Rückenschmerzen habe. Hindert mich aber nicht an meiner Sportausübung. Links habe ich auch immer so einen stechenden Schmerz, eher auch Hüfte. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich mich wirklich wie durchgebrochen fühle. Oh, wenn okay. Moment, wo fühlst du dich durchgebrochen? Ja, hier, also Lendenwirbelpartie. Wenn ich zum Beispiel auf dem Sofa mal liege, habe ich schon echt oft das Gefühl, dass ich mich wie so eine alte Oma zur Seite hochdrehe, um einfach diesem stechenden Schmerz dann auch aus dem Weg zu gehen. Das habe ich ja wirklich nur links. Und dann auch wirklich so ein Ziehen und dass ich oftmals das Gefühl habe, auch das Bein ist mir abgebrochen. Also dieses Durchbrechgefühl, abgebrochen, dieses Brechengefühl, das ist ein Zeichen für Instabilität. Also das ist das Vokabular dafür, das ist ganz typisch. Durchbrechen ist ein ganz typisches Vokabel für Wirbelblockaden. Wenn ihr mal das Gefühl habt, an einem Gelenk durchzubrechen, diese Instabilität zu fühlen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gelenk blockiert ist, also nicht richtig arbeitet, sehr hoch. Sehr hoch. Deswegen musste ich so ein bisschen grinsen, aber... jetzt hast du von der Lendenwirbelsäule gesprochen. Hast du aber schon was vom Iliosakralgelenk gehört? Ja, also ich glaube da eher, ne? Weil so, wenn das so links dominiert, dann wird das wahrscheinlich eher das Iliosakralgelenk sein. Mhm. Gut, jetzt habe ich gesagt, wir haben uns vor 5 Minuten kennengelernt, aber wir haben über WhatsApp natürlich Kontakt gehabt. Mhm. So, habe ich dein Profilfoto gesehen. Du reitest. Genau, ja. Ich reite schon ungefähr seitdem ich 6 Jahre alt bin. Mhm. Ja, und das... ja, mehr oder weniger jeden Tag und auch häufiger als 1-2 Pferde. Also, und alles, okay, was dann so an Stallarbeit halt auch noch dazukommt, ne, ist ja auch manchmal mit. Ist das dein Job? Tatsächlich nicht. Ich bin Augenoptikmeisterin, also bin dann auch täglich noch, ja, 8,5, 9 Hast du Stunden. Meisterin gesagt? Mhm. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 28. Ja, Gas gegeben, ne? Ja, mittlere Reife gemacht und dann immer schön weitergemacht. Ne? Respekt. Ja, und oftmals stehe ich halt früh morgens auf. Mein Tag startet meistens so gegen 6. Dann fahre ich zum Stall, reite 1 bis 2 Pferde, fahre arbeiten und nach der Arbeit reite ich da manchmal noch 1 oder 2 oder mache noch so ein bisschen was im Stall. Okay, also ein voller Tag auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wie ist es denn beim Reiten? Habe ich auch links oft das Gefühl, man sollte ja auch beim Reiten so ein bisschen locker in der Hüfte sein, dass ich dann da blockiert bin. Auch gerade wenn ich auf der rechten Hand reite, hat man oftmals das linke Moment, Bein. Rechte Hand heißt was? Rechte Hand heißt rechts rum und meine rechte Hand ist in der Innenseite. Ja. Mhm. Das heißt, links ist außen, ja, dass ich oftmals das Pferd am linken Bein nicht stabil halten kann oder mein linkes Bein nicht zurückbekomme. Um manche Hilfen beim Reiten zu geben, muss man das linke Bein etwas weiter zurücklegen. Und dann habe ich halt oft das Gefühl, dass ich da wirklich blockiert bin. Okay. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass ein Steigbügel, dass der linke kürzer ist als der rechte? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich da nicht so einen Druck auf dem Bügel bekomme. Also man sollte ja Druck drauf bekommen und dann habe ich oft auch das Gefühl, dass ich wirklich das, keinen Druck drauf kriege. Mhm. Mhm. Okay. Du reitest seitdem du 6 bist. Seit wann hast du das mit der Hüfte, ISG, mit diesen Beschwerden? Ja, so seitdem ich 19 bin, also so knapp 10 Jahre. Das schon lange? Ja. Wenn du dich so viel um Pferde kümmerst, um die Pferde wird sich ja wahrscheinlich auch gut gekümmert. Mhm, da kommt auch öfter mal der Physiotherapeut, Chiropraktiker. Genau, und spiegeln sich deine Beschwerden in den Pferden? Ja, also ich würde schon sagen, dass körperliche Beschwerden sich auch aufs Pferd
spiegeln. Jetzt bist du ja sehr sportlich. Du hast ja schon relativ lange. Was ist deine Idee dazu? Woher deine Beschwerden kommen? Ja, vielleicht auch mal auf dem Pferd geritten, was Probleme hatte, wo ich mich da so ein bisschen drauf eingespielt habe. Ja, vielleicht auch so ein bisschen dann Schonhaltung, körperliche Überbelastung oder halt auch als Kind habe ich eine Spreizhose getragen. Ja. Und damals, als ich zur Einstellungsuntersuchung, das macht man ja, glaube ich, so mit 16, wenn man dann in die Lehre geht, sagte halt auch der Arzt zu mir, dass ich wahrscheinlich im frühen Alter auch mal irgendwann eine neue Hüfte benötige. Mhm. Sind denn irgendwann mal Röntgenaufnahmen von den Hüftgelenken gemacht worden? Von den Hüftgelenken nicht, vom Rücken schon einmal. Also als ich dann das erste Mal wirklich richtig Beschwerden hatte, habe ich dann auch Reha-Sport gemacht, ja. War auch schon mal im MRT und da zeigte sich halt auch, dass ich in den Bandscheiben wohl ein paar Probleme habe. Ja, obwohl die Bandscheiben bei dir eigentlich mega gut sein sollten. Das Gute am Reiten ist, dass du dadurch dieses immer einen Druck und einen Zug den Bandscheiben gibst. Das beste Bandscheibentraining, dafür ist Reiten super. Okay. Ja? Jetzt ist es natürlich aber so, wenn jetzt dein Becken nicht ganz gerade steht, dann steht deine Wirbelsäule höchstwahrscheinlich nicht ganz gerade. Das heißt, diese Druck- und Zugbelastung kommen dann auf die Bandscheiben auch nicht ganz gerade, sondern es können dann Druckspitzen geben zu bestimmten Seiten. Das muss man dann gucken. Du hast nie einen Unfall gehabt, keinen Reitunfall. Auf jeden Fall nicht, was in den Zeitrahmen passt. Doch, tatsächlich hatte ich einen Unfall nicht. Ich bin halt runtergefallen, habe mir so an sich nichts getan, hatte aber seitdem das Gefühl, dass ich auch hier Probleme im Bereich des Atlases habe, weil hier immer eine Seite mehr raussteht als da, wenn ich fühle. Das ist aber auch manchmal tagesformabhängig. Also manchmal habe ich das Gefühl, es hat sich wieder in die passende Richtung rotiert. Manchmal habe ich das Gefühl, hier fühle ich gar nichts, da steht da so weit raus, dass ich dann auch manchmal so ein Druck auf dem Kopf habe. Ja. Aber okay. Ansonsten, ich würde jetzt nicht sagen, mal runtergefallen, wie man halt mal runterfällt, aber nicht, dass ich mir da irgendwie einen Arm gebrochen habe, ein Bein gebrochen habe, dass ich lange irgendeine Seite entlastet habe. Mhm. Okay, gut. Bei deiner Arbeit sitzen und stehen, ne? Sitzen, stehen, laufen, also super. Das ist dynamisch. Du, ich glaube, erstmal mir reicht das erstmal an Fragen. Ich muss jetzt mal gucken und untersuchen und einfach mal schauen, was deine Statik so sagt. Ja. Hast du Fragen bisher? Ja, ist klar. Dann fangen wir an, okay? Ja. Und damit kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos, zu Flow Sports Technology Europe. Die Flow-Geräte sind zu absolut zuverlässigen Helfern bei uns in der Therapie geworden und nicht mehr wegzudenken. Der Flow Pro ist ein kompromissloses, hochwertiges Profigerät, das extrem leistungsstark ist und bei uns bei besonders harten Fällen zum Einsatz kommt. Der Flow Mini ist unser Allrounder, sowohl im IBT als auch für den privaten Gebrauch. Er hat eine sehr handliche Größe, ist nicht zu schwer und hat richtig Power. Der Flow Nano ist die weltweit erste Massagepistole, die Vibrationsmassage und Wärmetherapie vereint. Sie ist echt super leicht und eignet sich dadurch perfekt zur Selbstbehandlung. Wenn du dich für eins dieser drei Produkte interessierst, nicht vergessen, über den Link unten in der Videobeschreibung kannst du dauerhaft bei jeder Bestellung 10% sparen. Also denk dran, Qualität zahlt sich immer aus und diese drei Produkte haben definitiv einen enormen Wert an Qualität. Gut, dann wir gucken jetzt einfach mal im Stand, weil wenn du jetzt schon seit 9 Jahren ungefähr Probleme hast, dann meistens macht sich das in der Statik halt auch bemerkbar. Als erstes, du bist ganz schön drahtig, dünn. Ja. Das ist deine Konstitution. Das ist immer so, egal was ich, also ja. Könnte Lotta und Yannick jedes Familienfest immer Torte, alles, aber... Yannick hat mal bei uns gearbeitet. Schöne Grüße an Yannick, Lotta. Ach, und übrigens an Erik, habe ich Erik gesagt, ne? An Erik aus Nürnberg, der war heute da, genau. Müsste nicht verstehen, musste ich machen, genau. Okay, nur als Feststellung einmal. Ehrlich gesagt sehe ich gerade wenig, was an dir schief ist. Von vorne, ja? Füße sehe ich jetzt rechts Außenrotation. Kaum habe ich es gesagt, wird der Fuß zurückgestellt. Ne? Der war jetzt gerade ein bisschen weiter außen rotiert, aber nicht ganz so doll.
Wenn ich weiter hoch gucke, die Hüfte sieht relativ gleich aus. Man sieht leichte Falten, die sind parallel angeordnet. Falten sind normal, ja? Genau. Macht bei mir dir, keine Sorgen. Ich wollte gerade sagen, bei dir muss ich eh keine Sorgen machen. So, Schultern gucken wir uns an. Eigentlich auch relativ gleich. Kopf auch recht gleich. Das dreh dich mal einmal um, bitte. Jetzt gucken wir mal von hinten. Jetzt schauen wir mal. So, jetzt haben wir links ein bisschen mehr Außenrotation als rechts. Also insofern, das sagen wir mal. Hattest du irgendwann mal rechts was am Fuß, am Knie? Rechts? Kannst du dich einmal so, warte, so hinstellen? Wenn ich das erzähle, lachen sich alle tot. Meinst du wirklich alle? Ja, also mir ist da mal ein Zaunpfahl auf dem Fuß gefallen. Und dann rechts? Und den Fuß gebrochen, ja. Rechts? Den Mittel, also so eine Knochenabsplitterung, dieser hier, ne? Ja. So, wenn wir uns jetzt nochmal die Knie angucken, Hüften, Knie sind gleich weit hinten, das ist schon mal super, also ungewöhnlich, weil ich nehme an, dass die Hüfte ja durchaus hier in diesem Punkt höchstwahrscheinlich, kennst du diesen Punkt hier? Ja, hier tut es. Ja, ne? Also das ist das ISG, das hier heute die Blockade ist. Jetzt, das ist jetzt schwierig für euch zu erkennen, Achtung. Ich gehe mal hier unter das Längsgewölbe und hier. Das Längsgewölbe hier rechts ist nicht ganz so doll ausgeprägt. Also du bist hier ein bisschen tiefer als hier auf der Seite. Hast du noch Probleme im Fuß? Nein. Also Schmerzen? Nee. Mhm. In den letzten Jahren Schmerzen im Fuß gehabt? Mhm. Okay. Knickst rechts ein bisschen mehr nach innen als auf der linken Seite. Ja, aber... auch nicht so viel. Okay, gut. So. Nichtsdestotrotz gehen wir wieder auch auf deine Schulter hier, Schulterdächer, relativ gleich. Pferdeschwanz, schön, fällt schön gerade. Ohren, auch relativ gleich. Also, ehrlich gesagt, so von der Balance her erstmal. Stehst du ganz gut da. Und diese Punkte hier unten, kennst du die auch oder merkst du die hier nie? Also hier in dem Bereich hier, ja. Das merke ich. Und dann hier so, wenn ich in die Arschbacke quasi reinbohre. Genau, vor allem auf der linken Seite. Ja. Also links mehr als rechts hier. Ja, okay, gut. Ehrlich gesagt, setz dich mal bitte einmal hier. Da, genau, rücken wir hin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das vom Statikbefund her, glaube ich, so unspektakulär war wie noch nie. Das ist gut. Mhm. Das ist erstmal ein ganz gutes Zeichen. Auf der anderen Seite ist es schlecht, weil ich will ja Sachen rausfinden. Und bisher, außer dass dein rechter Fuß ein bisschen abgeflacht, das Längsgewölbe ein bisschen flacher ist, habe ich noch gar nichts rausgefunden. Insofern, genau, ich mache mal hier runter. Mhm. Ne? Jetzt gucken wir mal einmal. Bei dir sieht man natürlich schön... Das sind die Darmbeinknochen hinten. Diese Punkte. Diese beiden Punkte. Sitzen. Links vielleicht ganz klein, ein bisschen tiefer. Okay, da haben wir auf jeden Fall eine Reaktion. Da. Und wir sehen auch. Also auf beiden Seiten. Ja. Kitzelt das? Ja, auch so ein bisschen. Auch, ich wollte gerade sagen. Das wird immer über den Knochen so hin und her gehen. Ja, das ist genau. Da bin ich genau auf dem Gelenkspalt halt. Ne? Tu mir einen Gefallen. Einmal nach vorne beugen, bitte. Ja, und kommen wir hoch. So, also, das, ja. Kommen wir mal zum Befunden. Ne? Kommen wir wieder hoch. Da ist wenig Bewegung drin. Noch mal nach vorne. Gehen wir höher im Gelenk. Guck mal, machen wir hoch. Hoch. Was ich mit höher im Gelenk meine, ich fange hier unten an. Ich bin hier bei dir. Ja, das ist das ISG. Mhm. Ich habe erst hier getastet. Jetzt gehe ich in mittleres Gelenk und jetzt gehe ich ins obere Gelenk. So. Nochmal runter? Was? Soll ich nochmal runter? Ja, warte. Ich war gerade am Denken. Okay. Nochmal nach vorne. Ja, komplett. Ganze Gelenk. Hm? Kommen wir wieder hoch. Also das ganze Gelenk ist, hier sehen wir schon, das hier ist übrigens noch Kreuzbein. Hier ist
ist das L5, L4, L3, bei dir sieht man es eigentlich ganz gut, aber auch L5 auf der linken Seite ist so viel Spannung. Gucken wir mal L4 nach vorne, bitte. Weiter, weiter. Ah, und kommen wir wieder hoch. Da holt sich der Körper die Kompensation. Nochmal bitte. Da hört es auf, kommen wir wieder hoch. Und nochmal. Okay, gut. Komm wieder hoch. Während ich hier unten weiter taste, kannst du mir einen Gefallen tun und einmal einen Dutt oben machen? Ja. Ja. Jetzt kann ich nicht mehr tasten. Aber, okay, genau. Und zurück. Also. Ich bin unterhalb der Darmbeinschaufel hier in diesem Bereich jetzt. Und die Muskeln gehen meistens ziemlich steil. Es ist auf beiden Seiten, ja. Ne? Aber auf links. Da. Oh. Okay, wenn ich Ho sage, warum? Rechts komme ich mit meinem Finger tiefer als hier links. Da ist es knüppelhart und da komme ich schon. Unteres Kreuzbein, also Richtung Piriformis, da. Ja, in das den, tut auch weh, also das zieht jetzt sogar noch nach. Das zieht jetzt noch nach, ja guck, da werden wir doch. Da werde ich gleich dann noch ein bisschen intensiver arbeiten. So, Brustwirbelsäule, super. Nix, komplett gerade. Jetzt hattest du ja schon den Atlas erwähnt. So, und der steht deutlich links. Rechts, hier ist eine Lücke. Merkst du, dass ich hier unter das Schädeldach komme? Da, richtig, ne? Komme ich so, kann ich die so rumheben. Jetzt hier links ist dieser Knubbel, das ist der Querfortsatz von C1 vom Atlas. Wenn ich jetzt hier hochgehe, komme ich nur an den Rand vom Schädeldach. Also der steht mir viel zu weit links. Das definitiv. Hier auf der Seite. Guck mal nach links, so weit wie es geht, bitte. Nach rechts, bitte. Gut, einmal Kinn Richtung Brustbein. Einmal in den Nacken bitte. Okay. Gut. Mhm. Okay, so, pass auf. Leg mal auf den Rücken bitte. Da, gucken wir mal. Okay, merken wir uns mal. Auf der rechten Seite kommst du mit der Ferse so hoch. So, besser mal hier hin. Da, so. Die Rotation ist schon sehr gut. Hier wird es aber nach außen schon ein bisschen schwierig. Ist aber noch okay. Das lege ich auch rechts. Gucken wir mal rein. Gut, genau das Gleiche. Rotationen sagen viel über die Qualität des Gelenkes aus. Ist okay? Ist okay? Also. Ich versuche jetzt so ein bisschen so den Oberschenkelkopf aus der Hüftpfanne so ein bisschen rauszuhebeln. War jetzt links jetzt nicht so erfolgreich. Auch fest, aber ich kriege wenigstens ein bisschen Bewegung rein. Okay. Gut. Hat das bei dir beim Sport irgendwie, findet das statt? Nee. Drück mal links runter das Bein. Geht nicht. Okay, warte, pass auf. Wir stimmen uns ab. Auf drei. Eins, zwei, drei. Gut. Drei. Pass auf. Eins, zwei, jetzt. Ja. Yeah. Okay, gut, kommen wir mal andere Seite. Okay, runterdrücken. Mhm. Die Ferse hat zumindest die Tendenz runterzukommen. Mhm. Tut dir was weh in der Hüfte, wenn ich das mache? Also es zieht deutlich mehr in der Muskulatur. Wo jetzt? Beim gestreckten Bein? Nee, bei dem. Wenn ich das ran, dann? Mhm. Was passiert hier? Tut das hier weh? Ja, hier, als hätte ich dann, ja. Als wird was zwischen, wie so Spannung. Ja. Als ob da was zwischen wäre. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel
Als wäre Flüssigkeit zwischen oder so. Ja, ja, also als ob da irgendwas dazwischen wäre, was da nicht hingehört. Mhm. Das kommt meistens dadurch, dass verdickte Sehnen in dem Bereich sind, zum Beispiel halt. Ne? Und verdickte Sehnen sind meistens verkürzte Sehnen auch. Und auf der linken Seite bist du hier, was deinen Hüftbeuger angeht, hier bist du wesentlich kürzer als auf der rechten Seite. Also, um das nochmal einmal kurz zusammenzufassen, vielleicht, du kannst dich einmal hinsetzen, guck mal hier. Bei dir haben wir jetzt hier in der Hüfte, hier in diesem Bereich, hier unterm, das ist der Kamm, ja, der Hüftkamm unter dem Knochen, hier durchaus erhöhte Spannung. Der Piriformis geht auch ziemlich steil. Gleichzeitig haben wir aber hier im Rektusbereich und hier auch noch im Iliopsoas, den sieht man jetzt nicht so richtig, auch auf der linken Seite durchaus Verkürzungen, die wir testen können. Und was absolut klar ist, Blockade, deutliche Blockade im Iliosakralgelenk links, da bewegt sich überhaupt nichts, und in C1. So, das kann ich alles bearbeiten, das kann ich hier auch in Bewegung bringen. Mir ist noch nicht ganz klar, warum sich das immer wieder blockiert. Du bist doch bestimmt schon mal behandelt worden, oder? Ich war tatsächlich schon zweimal oder dreimal hier. Ach, du warst auch hier? Mhm, zweimal auf jeden Fall. Bei wem? Okay, so, du weißt ja auch gar nicht mehr. Also, wann war das? Ach, das ist schon bestimmt 2 Jahre her. Mhm, okay. Also, und es kommt ja keine Konsistenz rein, ne? Ja, vielleicht, weil ich auch nicht genügend hinterher bin. Ja. Ich bin dann vielleicht auch so ein kleiner Faulpelz. Ja, das ist das Schöne. Meine Behandlungen sind so dermaßen eindringlich, dass du das in Zukunft anders handhaben wirst. Okay. Hm? Das wird einen Nutzen heute haben. Okay. Okay? So, wir machen jetzt noch eine kurze Pause und dann fange ich an zu behandeln. Okay. Okay? Ja. So nach einer längeren Unterbrechung, was für uns ein bisschen untypisch ist, weil wir erstmal eine kurze Hose suchen mussten. Mein Fehler, ich hatte es nicht gesagt. Habe tatsächlich Daniels Hose gefunden. Ich finde, die steht dir echt gut. Hat so ein bisschen was vom Zelt bei dir. Aber vielleicht hättest du ja einen ganz neuen Hoodie, hier so einen Trend. Ja, keine Ahnung, was auch immer. Baggy. Baggy, genau, nicht Hoodie, Baggy. So, was? Spaß beiseite. Ich muss hier viel behandeln. Und ich kann auch überhaupt nicht abschätzen, wie du gleich reagieren wirst, weil gekitzelt hat das vorhin im ISG, tat aber auch ein bisschen weh. Und was ich jetzt bei dir machen möchte, ist halt rundherum möglichst viel zu lösen im Gewebe als allererstes, okay? Also das heißt hier Lendenwirbel. Okay. Da kommt schon die erste Abwehrhand. Okay. Wir können das Battle beginnen lassen. Also wenn du so richtig tief mit deinem Daumen da reinpiekst, bist du gleich durch, ne? Ja, aber dann, das praktisch ist, dann muss ich von vorne nicht mehr einmachen. Das müsste ich sonst auch noch. Hm. Okay. Ja, das Ding ist ja auch, auch da, wo nicht so viel Gewebe ist, kann Gewebe verspannen. Ne? Lass mal auf. Setz dich mal hin. Du wirst schon warm. Ja, das ist doch gut so. Oh, das hätte Lotta mir mal vorher sagen sollen. Wer? Lotta, wenn die mal zu dir kommen. So klappt das doch schon ein bisschen besser. Warum? Jetzt ist die Muskelspannung ein bisschen höher. Ich komme auch erstmal nicht ganz so tief. Und kann erstmal so schön starten. Und gehe hier in die Zwischenräume. Das Durchbrechgefühl, ne? Noch einmal. War das eher hier oder hier? Da. Da. Und das muss man sich verdeutlichen. Durchbrechgefühl an sich ist typisch für Lendenwirbelsäulen oder also für Wirbelsäulen, für Wirbelkörperblockaden. Wenn beim ISG angegeben wird, das ist ein Durchbrechgefühl, dann ist das schon ziemlich, ziemlich krass. Also das kommt, das habe ich bisher noch nicht häufig gehört. Und das spricht dafür, dass das Gelenk sich dann wirklich 0,0 bewegt. Wer sich mit dem ISG auskennt, wird sagen, das bewegt sich sowieso kaum. Ja, es bewegt sich nicht viel, aber trotzdem gibt es da Unterschiede.
was die Blockaden angeht. Unter anderem deswegen untersuche ich immer das Iliosakralgelenk unten, Mitte, oben, weil es da auch in unterschiedlichen Bereichen blockiert sein kann. So, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich erzählen kann, um Hanna abzulenken. Linda, kannst du was erzählen? Gerade nicht. Nee. Okay. Also der Schmerz, ja, vergleichbar, wenn wirklich ich so ein Durchgebrochenheitsgefühl habe oder dann auch aufstehe, ist manchmal wie, als würde einer Messer da reinstechen. Also ja, ist wirklich sehr schmerzhaft. Ja, ja. Ich glaube, wenn man versucht mit seinen Vokabeln immer so das ziemlich treffend zu umschreiben. Und ich glaube, wenn man sich vorstellt, dass man durchbricht, das ist schon mal auch nicht so geil, ne? Das Gefühl. Also. Jetzt in dieser Pause, wo du jetzt auf diese Trendsetter-Hose gewartet hast, hattest du einmal das rechte Bein über das linke geschlagen. Machst du das mit dem linken auch, über das rechte? Einfach nur ab heute bitte nicht mehr, okay? Ja. Denk mal, also versuch da bitte das zu beherzigen, weil das wäre hier für deinen Bereich Kacke. Aber da, genau da ist der Punkt, wo es immer so sticht. Ja, genau da. Ja. Ich will so gerne, so ungern. Oh, kannst du mir das, einmal die Wirbelsäule hier nebenstellen nochmal, Linda, bitte? Ohne? Nee, mitgestellt. Danke. So. Bei dir ist es, wenn ich hier reingehe, müsst ihr euch vorstellen, ich komme hier über den Darmbeinkamm, hier rüber, hier jetzt geht es runter. Und jetzt komme ich hier oben da in das Gelenk. Und hier ist das Gelenk eigentlich am engsten. Da. Und da merkst du es auch am meisten. Ne? Es ist wichtig, dass ich den Gelenkspalt schon mal ein bisschen frei arbeite, aber natürlich ist das Ganze drumherum, das ist immer das Problem, was ich euch vorhin gezeigt habe oder was ich dir auch gezeigt habe, an den Darmbeinen, also gibt es halt sehr viele Muskeln und die müssen wir alle mit bearbeiten. Und wenn es so weitergeht, muss ich nachher den Nacken auch noch behandeln. Und ist rechts oben interessant bei mir im Raum? Ich sehe die Ecke da oben so. Ich muss mich konzentrieren. Das ist eine super Idee. Ja, okay, durchatmen. Ja. Damit es schon mal weitergeht. Oh. Ja, das ist so, das ist immer so ein bisschen das Problem bei mir. Es geht nicht immer besser weiter. Nicht immer. Manchmal. Selten. Fast nie. So, ein Schwank aus deinem Leben kannst du gerade wohl nicht erzählen, was? Aufgenommen. Was? Von wem? Ach, die unsichtbare Linda. Hilfe. Hört keiner. Die Blumen sind schön. Du, oder? Dafür sind sie, hängen sie ja auch da, zur Beruhigung der Patienten. So, komm, ey, wir machen einfach einen Kompromiss. Leg dich mal auf die Seite. War es doch schlimmer. Mensch, du bist aber auch. Naja. So, Spaß beiseite. Intensiv ist gut. Also, was heißt, ist gut? Ja, also, es ist. Muss ein bisschen sein. Du lässt es auch zu. Wenn es einmal zu viel ist, sag bitte Bescheid. So. Das Ding auch. Darmbein, hier sieht man, hier oberer Bereich, hier habe ich schon bearbeitet. Jetzt muss ich hier ein bisschen nach vorne gehen.
Nehmen wir mal ein bisschen weniger. Ich könnte mir vorstellen, wenn das Darmbein so krass blockiert oder das Darmkreuzbein, dann muss ich halt die ganze Muskulatur mitnehmen und unsere Handtücher sind halt ohne Geschmack. Das heißt, wenn einer da jetzt reinbeißt, hat das nichts damit zu tun, dass die lecker schmecken, sondern weil das Ganze hier intensiv ist. Und was wirklich total toll ist an dieser Fashion-Hose hier, sind diese Streifen. Also von denen spreche ich ja auch immer. So, durchatmen, genau. Ich ziehe gleich der Bereich. Wenn ich mal darf, hier versuchen wir mal ein bisschen hochzukrempeln. So, genau. So, das reicht schon. Ich muss nur. So, okay? So, so kann das bleiben. Weil jetzt gehe ich die Adidas-Streifen ab. Hier. Von außen Oberschenkelknochen, dann spürt man hier immer diese Erhebung, das nennt sich Trochanter. Und von da aus geht dann im Winkel der Oberschenkelknochen dann ins Hüftgelenk rein. Mhm. Halt, ne? Das heißt, an das Hüftgelenk an sich komme ich jetzt natürlich mit meinen Fingern nicht dran. Es wäre zumindest sehr beunruhigend, wenn ich da dran kommen würde. Aber ich komme natürlich an den äußeren Bereich. Und das hier ist erstmal der äußere Bereich rund um das Hüftgelenk. Hier oben habe ich schon gearbeitet, da kann ich dich in Ruhe lassen. Und wenn wir jetzt nochmal die Adidas-Streifen gucken, habe ich Adidas gesehen? Ich weiß gar nicht, welche Marke. Darf ich das sagen, Linda? Oh Mann. Also hier, diesen Bereich hier, ja, den möchte ich dir jetzt, weil der hängt funktionell hier oben mit der Hüftmuskulatur stark zusammen. Sogar Streifen. Oh, jetzt brauchen wir gleich vielleicht die Hose gar nicht mehr. Das sieht aus, du hättest eine rote Adidas-Hose an. Okay, alles gut. Gut, atmen wir durch. Okay. Jetzt hätte eigentlich nur noch kommen müssen, ist alles gut. Ist okay. Es ist alles gut. Okay. Gehen wir weiter. Im Muskelportfolio, was wir heute durcharbeiten wollen. Nämlich, ja, jetzt geht's. Das Kreuzdarmbeingelenk wird natürlich vom Darmbein und vom Kreuzbein gebildet. Und am Kreuzbein haben wir nun mal einige Muskelursprünge. Und wie wir sehen, könnte das fast mit einer der intensivsten Punkte werden. Gleich liegt es auf dem Bauch. Okay, pass auf, wir versuchen uns mal aufeinander einzustellen, ja? So, wie ist das? Ja, das ist ganz okay. So geht? Ja. Ja, aber es muss ja auch intensiv behandelt werden. Vom Streichen okay. Wird das ja nicht besser, ne? Ja, wow, 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 okay. Man muss, man kann verhandeln, man muss nicht verhandeln. Aber. Gut, atmen wir mal durch. So, was man bei dir ganz krass merkt, ist der Muskelverlauf. Nochmals, du kriegst eine kurze Pause, kannst auch noch mal gucken. Wenn ich jetzt an einem Kreuzbein, ich gehe quasi an dem Rand so runter mit meinem Finger, gehe durch die Sehnen durch, okay? So, und merkst du dann, wie das so, wie die Muskulatur hier quer verläuft, wo ich da quasi so drüber gehe, ja? Da gibt es vor allem hier der mittige Punkt hier, der und da gucken wir mal Piriformis. Ja, das ist wirklich, das merkt man bei dir ziemlich krass. Geh nur auf die Seite. Das ist quasi so, als ob der. Guck mal da hinten.
ob der Muskel so verläuft. Und der geht halt auch hier. Da ist das Hüftgelenk. Also verläuft er eigentlich richtig gesehen so. Und hier ist der Kreuzbeinrand. Da komme ich dran. Und wenn ich da jetzt mit dem Finger reingehe, dann ist es so, als ob ich hier drüber gehe. Und den Sehnenanteil, den möchte ich halt dadurch detonisieren. Dadurch, dass ich also von der Spannung her runter. So, jetzt nochmal Muskel hier und jetzt da. Da merkst du das, wie ich dagegen stoße? Ich kann nicht richtig nach unten wegdrücken. Und dann gehe ich drüber. Dann gehe ich drüber. Und diesen Verlauf, guck mal, jetzt gehe ich mehr zur Gesäßmitte. Merkst du, dass diesen Verlauf, wie ich dagegen gehe? Ja, es fühlt sich fast an wie ein Knochen. Genau, ist es aber nicht. Da gibt es keinen Knochen. Okay. Okay. Durchatmen. Aber ist okay. Okay, gut. Leg die mal kurz auf den Bauch, bitte. Ja, du kriegst jetzt, warte mal, da mache ich die ein bisschen runter. Aber das geht relativ schnell, genau. Ne, kriege ich nicht genug Druck drauf. Locker lassen. Danke. Auch hier sehen wir nochmal Rotation, Hüftgelenk. Soweit eigentlich ganz gut, ne? Ist dir schon mal aufgefallen in der Rotation im Hüftgelenk, dass da irgendwas ist? Schmerzen, Bewegungseinschränkungen? Gut, so, das denn den haben wir eigentlich. Du könntest dich mal einmal auf den Rücken legen. Dein Bein flog ja vorhin hier so durch die Gegend, ne? Das wollen wir mal ein bisschen verändern. Jetzt haben wir hinteren Bereich, seitlichen Bereich, Gesäßbereich. Jetzt kommen wir zum Oberschenkelbereich. Den werde ich dir nach oben hin durcharbeiten. Ist auch nicht unbedingt der geilste Bereich, so, also, was so ein Empfinden angeht. Muss ich dich enttäuschen, falls du das gerade kurz gedacht hast, so geil. Ich liege jetzt anders, jetzt wird es besser. Nee, nicht unbedingt, weil so hoch wie dein Bein vorhin geflogen ist, wirst du das durchaus auch deutlich spüren. Man muss hier auch nochmal bedenken, nochmal 9 Jahre, oder fast 10 Jahre, das ist meine Ansage, ne? Weißt du, was dich erwartet, ne? Ja. Okay, stellen wir das Bein einmal an. So, Quadrizeps rectus geht hier vorne. Merkst du hier den Knochenpunkt? Da? Ja. Ja, super. Ja, den merke ich. Ja. Klopf, klopf, klopf. Na, bis dahin. Das ist das. Die Beckenschaufel von vorne. Gut, okay. So, bei der Anstrengung läuft meine Nase. Und da atmest mal durch. Mm-mm.
Diesen Knochenpunkt hier vorne nennt man übrigens Sias, S-I-A-S. Wer weiß, was das bedeutet, kann mir das unten in die Kommentare schreiben. Und dann kriegst du eine Behandlung gratis umsonst, wenn du dich filmen lässt. Gut. Okay. So. Den haben wir auch schon mal gesehen. Zwei Bereiche noch. Zwei Bereiche noch, die ich durcharbeiten muss. So, den Fuß stellst du noch einmal an. Das Knie lässt so ein bisschen nach außen fallen. Genau. Hier, so nach außen. So ist gut. Oberschenkelinnenseite, weil die Schiene zieht zum Schambein. Oh, das ist aber, ich glaube, das ist... Das ist Kacke. Ich dachte, das eben wäre Kacke, nee, aber das Problem ist immer beschissen. Ja, fast. Es ist so, dass die Oberschenkelinnenseite, die Haut ist dünner. Mhm. Als erfahrener Zuschauer kennst du das schon, das ist bei jedem so. Mhm. Ja. Ja, also Oberschenkelinnenseite ist empfindlich. Da ist Leistenregion, da. Okay, ja, mal nach vorne. Mhm. Kleine Pause? Nee, alles gut. Da ist das alles gut. Ja. Sie hat aufgefasst. Wir machen eine Pause. So. Sitzbeinhöcker. Jetzt sind wir hier hinten. Also wir waren gerade hier. Schambeinhöcker. Vor. Das schon wieder. Oh Gott, Linda. Du weißt ja, wie instabil das ist. Ist das Becken auseinandergefallen. Oh, okay, wo sind wir? Wo war ich? Ah, hier. Sitzbeinhöcker. Von hinten. Naja, kommt mein Puls auch mal ein bisschen hoch. So, also Sitzbeinhöcker ist dieser Knochenpunkt. Da. Merkst du den? Mhm. Gut. Aber wenn wir jetzt nicht aufpassen, wenn ich das jetzt noch 2 Minuten weitermache, dann höre ich gleich Hanna schnarchen. Das geht ganz gut, ne? Mhm, das ist gut. Ah, endlich mal. So, ihr geht nochmal geistig ab, welche Bereiche wir bearbeitet haben, von um die Hüfte drumherum. Es gibt nur noch einen einzigen, der fehlt. Okay, gut. So, Hanna. Ich brauche dich wieder auf dem Rücken. Genau. Jetzt hat man gerade in der kurzen Pause, hatte ich schon gesagt, ich könnte die Stellen noch viel intensiver und also länger bearbeiten. Es geht aber nicht. Wir müssen jetzt erstmal so einen Anfang machen, weil du merkst, ne, schon lachen wird weniger. Ist schon ein bisschen anstrengend. Und ich möchte aber drumherum halt schon alles kriegen. So, eine letzte Stelle. Naja, zumindest was das Becken angeht. Ich muss noch ein bisschen in den Nacken gehen, okay? Mhm. Gut, nicht irritiert sein. Ich gehe jetzt mal einmal hier vorne noch. Weil hier, Darmbein. Wie ist der Punkt nochmal? Silas. Silas? Sias? Silas, Sias. Sias. Genau, S-I-A-S. Sticht irgendwie voll. Ja, das ist mein Finger. Ich habe auch noch irgendwo anders. Aber noch woanders, strahlt aus. Ja. Hm. Der böseste Schlingel kommt immer zum Schluss. Aber den halte ich jetzt erstmal so. Mhm. Okay. Hm. Ah. Guck mal, wird weniger. Wird besser. Ja. Yeah. So, mit Körpermuskulatur hat es ja wahrscheinlich wenig zu tun, ne? Die kannst du mir wahrscheinlich von den Augen, kannst du mir alles aufzählen, ne? Oder? Oder? Hm. Nicht lachen.
Augenoptikermeisterin. Mhm. Wie findest du meine Brille? Super. Oh, danke. Ja. Ah ja, Glück gehabt. Dehnung hatten wir zwischendurch einmal, ja, genau, angesprochen. Wieso strahlt das so aus? Also erstens mal, weil der Muskel, der Iliopsoas, der sitzt in der gesamten Darmbeinpfanne von innen. Und der geht zur Lendenwirbelsäule. Ich erzähle das immer, aber ich glaube, ich habe noch nie ein anatomisches Bild, weil da sieht man da drauf, auf meiner anatomischen Tafel sieht man das nicht so gut. Okay. Vielleicht machen wir gleich noch eine kurze Unterbrechung. Ich suche den Muskel einfach mal einmal raus. Jetzt wird aus dem vielleicht ein auf jeden Fall, weil jetzt habe ich es ja gesagt. Also der Iliopsoas ist der Schlingel schlechthin. Das ist ja, du musst dir vorstellen, halt beim Reiten, du sitzt ja nun mal auch. Und wenn es gebeugt ist, dieser Kackmuskel, der macht fast alle Lendenwirbelsäulenbeschwerden und Hüftbeschwerden, weil er immer verkürzt in dieser Position. Ne? Also bei dir wird es ja wahrscheinlich ein bisschen tiefer, so irgendwie so in der Richtung sein, aber trotzdem ist er angenähert. Das war deswegen, warum dein Bein vorhin, das linke, merkst du, wenn ich es jetzt strecke? Ja, bitte. Ja, warum das so dermaßen in der Luft geflogen ist, weil der so verkürzt ist. Ja, und ich habe hier sogar noch die Rolle. Durchatmen. Von dir habe ich noch nie was gehört. Von mir jetzt oder vom Muskel? Ja, von beiden. Vom Iliopsoas. Ja. Das ist ja auch. Weil das sticht ganz schön. Ja, ja. Sind es tatsächlich sogar zwei Muskeln. Okay. Der setzt sich aus dem Iliacus. Iliacus, da drin steckt Ilium. Mhm. Ilium ist das Darmbein. Mhm. Das ist der in der Darmbeinschaufel liegt, von innen auskleidend. Und der Psoas, der geht von der unteren Brustwirbelsäule bis Lendenwirbelsäule vorne durch den Bauchraum und geht dann zur Beckenschaufel. Und da vereinigen die sich und gehen dann zum Oberschenkelknochen. Mhm. Mhm. Kannst du das nochmal wiederholen? Das mir nicht zugehört, ne? Doch, dass sie sich vereinigen und dann zum Oberschenkelmuskel gehen und der eine ist am Lendenwirbelsäule und der andere an der Brustwirbelsäule. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das ganz schöne Quäler. Ja, Wetter. Heiter bis wolkig. Ist ja auch schlecht zum Ablenken. Ja, ich glaube. Warte mal. Stell mal rechts an. Rechts hier. Ja, so. Trau mich nicht mehr. Kurze Pause. Ich habe ja gesagt, Iliopsoas zeige ich euch, zeige ich dir. Kann sich da kurz mal von erholen. Okay? So, also, Iliopsoas. Jener. Das hier ist der Psoas. Da untere Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, zieht vorne durch den Bauchraum durch. Und ich habe jetzt gerade bei dir viel hier gearbeitet. Ne? Das heißt, hier sehen wir Darmbeinschaufel in, da. Das ist der Iliacus und die vereinen sich und ziehen dann hier zum Trochanter minor, der ist Oberschenkelinnenseite. Was ich vorhin bei dir außen bearbeitet habe, ist der Trochanter major, der große. Trochanter, das ist der major, da. Und jetzt sieht man das Oberschenkelknochen hier, der Winkel, ne, zum Hüftgelenk. So, bei dir beide Hüftgelenke für mich machen guten Eindruck.
Allerdings, was ich jetzt hier, jetzt habe ich innen die Muskulatur schon ein bisschen bearbeitet, muss gleich nochmal ganz kurz dran. Dann habe ich am Sitzbein, am Schambein und von hinten dann am Kreuzbein, also ich habe schon vieles geschafft. Wenn ihr hier nochmal gucken wollt auf dem roten, hier ist es nochmal ein bisschen deutlicher, ne? An Ursprünge und dann ziehen die Muskeln hier und vereinigen sich da. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das Bein steht, wird der Oberkörper nach vorne gekippt, wenn er sich verkürzt, okay, wenn das Bein fest ist. Aber wenn die Wirbelsäule fest ist, dann wird das Bein nach vorne gezogen. Also das heißt, wenn ich jetzt so sitze und das Bein so anziehe, dann habe ich eine Aktivierung des Iliopsoas. Und deswegen verkürzt er dann halt auch immer dieser Muskel. Und wenn der verkürzt, dann zieht er an diesen Punkten die Wirbelsäule, an der Lendenwirbelsäule halt viel. Oder aber innen halt an der Darmbeinschaufel. Und jetzt sehen wir das von vorne zwar nicht, aber hier sehen wir es von vorne. Dieser Spalt hier, das ist das Iliosakralgelenk von vorne. Ne? Also kannst du dir vorstellen, guck mal, der geht ganz flächig da durch. Was der für eine Power hat und für einen Einfluss einmal auf die Lendenwirbelsäule und Brustwirbelsäule und aufs Iliosakralgelenk. Mhm. Okay? Gut. So. Hätten wir das. Machen wir weiter. Einmal auf den Rücken legen. Spürst du irgendwas an deinem linken Bein, an der Rückseite deines linken Beines? Also, dann drück mal runter. Runter. Berührt die Ferse jetzt die Bank? Mhm. Okay. Sah immer noch so ein bisschen aus wie ein fliegender Teppich. Das reicht mir noch nicht. Das zeigt aber, wie verkürzt das ist. Mhm. Aber es müsste eigentlich schon tiefer sein. So, wir beide arbeiten jetzt nochmal zusammen. Du musst jetzt erstmal das Bein nicht bewegen. Ich bewege dein Bein. Sticht das? Nee, geht noch. Gut. Ja, nee, geht noch. Okay. Okay. Mhm. Stellen wir das rechte Bein an. Zieh mir das rechte Bein an und halt das fest. So ist gut. Warte, warte. Ist okay bei dir? Ja, ich konzentriere mich. Okay, aber es geht, ja? Vom Druck her? Ja, ich konzentriere mich nur. Gut, so, dann zieh mal selber an. Zieh mal die Ferse an. So, und streck weg. Zieh mal hier richtig an. Daran und hier runter drücken. So will ich dich sehen. So, okay, jetzt gucken wir mal, lass mal locker. Erst einmal annähern, langsam raus. Nee, brauchst nichts machen. Okay, gut. Hier nochmal. Oh, ja. So. So, runterdrücken. Besser. Aber noch nicht ganz so, wie es sein soll. Das bedarf noch Arbeit. Also. Das soll ganz platt aufliegen? Nicht ganz platt, aber schon noch. Also, vorhin war es ja hier. Mhm. Da siehst du, wie kurz das hier ist. Mhm. Weil normalerweise muss der Oberschenkel halt eben da nachgeben können. Du musst hier Länge reinbringen. Hm? So, jetzt drücken wir runter. Gut. Druck, genau. So, jetzt haben wir ja schon ein gutes Stück geschafft. Also, jetzt haben wir schon so einen Unterschied. Mhm. Das ist immer wichtig zu sehen, was man halt schaffen kann. Okay? Gut, wir machen mal einen ganz kurzen Exkurs. Das lassen wir mal in Ruhe. Du
Du hast auch nie so das Gefühl gehabt, dass in Schuhen irgendwie rechts mal was drückt oder so im Mittelfußbereich? Ja, okay. Das soll mir reichen. So. Okay. Du musst ihn nochmal hinsetzen. Ich hoffe, ich habe noch die farblichen Striche hinten. Können wir einmal die Beine sonst da raus, einmal kurz. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was war denn auf der rechten Seite nochmal. Muss ich nochmal testen. Egal. So, hier links, das wissen wir ja. Kreuzbein, ja, Kreuzdarmbein, volle Kanne blockiert. Aber hat die nicht rechts auch was, Linda? Mhm. Schon, oder? Genau, irgendwie ab hier, dass es das so kompensiert oder irgendwie. Ja, genau, da war was. Aber wir testen einfach nochmal. Da haben wir das ISG. So, einmal nach vorne beugen. So, links, das da hier auf der Seite noch ziehen. Zu. Nochmal. Aha, okay. Da war rechts. Nochmal. Und da auch noch. Nochmal. Da nicht mehr. Okay, aus dem Bereich. Hanna, hast du meinen Stift geklemmt? Gib's so. Eben hast du noch erklärt, wie man dann was da so passiert. So, jetzt kannst du dich einmal so auf die Seite legen, bitte. Ja. Ich mobilisiere jetzt deine Lendenwirbelsäule und dein Kreuzbein erstmal. Ja. Okay? Ja. Gut. Dann komm ein Stück nach vorne. Gut. Den an. So, dafür brauche ich nicht. Ist das Zeichnen nämlich gut. Einmal da hinlegen. Hier kommst du ein bisschen rum. Unten strecken. Oben beugen. Okay. So, was ich jetzt von dir brauche, ist eine gewisse Lockerheit hier unten, dass du fällst hier nicht runter. Du rollst. Ja. Hier rüber rollen. Ja, ist gut. Nee, brauchst du nicht. Ganz genau. Bleib mal ganz locker. Wow. Okay. Gut. Ja, ich habe so eine leichte Spannung bei dir gemerkt. Deswegen dachte ich, vielleicht nicht allzu viel Zeit zum Nachdenken geben. Tat aber nicht weh. Nö. Sehr gut. So. Jetzt andere Seite. Jetzt kommt Kreuzdarmbein. Warte, nee, danke, noch nicht. Ich muss erst unten. Jupp. Okay, einmal da. Unten strecken, oben beugen. So, und hier rüber rollen lassen, da genau oben Schulter locker lassen und hier auch. Gut, einmal auf den Rücken gehen, Beine anstellen. Alles okay? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Lotta ist deine Cousine, ne? Mhm. Bei der habe ich mal was Ähnliches gemacht. Ich überlege mir noch, ob ich das. Drück mal nach außen. Druck. Gut, Körper lassen. Nach innen. Boah! Okay, du reitest, ist ja gut. Oh. Nach außen. Gott, die einzige, die er sonst immer so angibt, ist Linda in diesem Raum. Oh Gott. Druck! Okay, gut. Also, was macht man damit? Man löst so ein bisschen die Knorpelfuge in der Mitte. Hier, die Symphyse. Da hat sich bei dir jetzt nicht gerade viel getan. Und das kommt durch Anspannung der Adduktoren hier im Schambeinbereich. Und da kann es dann hier knacken oder auch ein bisschen da knacken. Und Lotta meinte damals, Alter, du hast meine Punkt geknackt. Da bin ich irgendwie nie so richtig drüber hinweggekommen. Das ist so hängen geblieben.
Ja, schöne Grüße nochmal. Heute ist Grußfolge anscheinend. Linda, willst du noch jemanden grüßen? Hanna, willst du jemanden grüßen? Willst du einmal winken? So, das haben wir. Cool, setz dich mal hin. So, nach vorne beugen bitte. Und komm wieder hoch. Yes, Sir. Nochmal. Mhm. Genau. Und nochmal. Okay, linke Seite ist frei. Das bewegt sich. Ja, dein Iliosakralgelenk. Jetzt gucken wir nochmal hier auf der rechten Seite. Hoch. Ja, hoch. Warte, nochmal. Okay, gut. Das kann so bleiben. Jetzt sind wir fast durch. Aber nur fast. Ich möchte noch kurz oben an den C1er gehen. Das ist so das Pendant zum Kreuzbein unten. Ja? Anfang, Ende, Wirbelsäule. Reagiert ganz gerne häufig so ein bisschen aufeinander. Ich weiß gar nicht, ob ich dich gefragt hatte wegen Kopfschmerzen. Nee, das eigentlich nicht. Okay, gut. Oh Gott, aber das ist auch nicht so angenehm. Also man ist hier wirklich nicht zur Massage, ne? Au. Nee. Und wer hier das Wort in diesem Raum Massage benutzt, der kriegt es gleich doppelt ab. Wohltun ist es erst nach der Behandlung. Genau, irgendwann später in den Tagen. Guck mal nach links bitte nochmal. Rechts. Ja, das war gut. Okay, guck nochmal nach vorne. Okay, durchatmen, tust du schon die ganze Zeit. Komm mal ein Stück nach hinten bitte. Einmal die Hände in den Nacken. Das Einzige, was ich machen möchte, ich habe hier überhaupt nichts gefunden. Die Brustwirbelsäule gefällt mir wirklich gut. Insgesamt auch nochmal, um zu wiederholen, deine Statik insgesamt gefällt mir eigentlich echt ganz gut. Ja? Hände hinten überkreuzen, so wie beim Beten. Ja, genau. So, zieh ihn noch nach hinten. Gut, okay. Alles okay? Mhm. Kannst du es eigentlich auch knacken? Meine Synapsen, meinst du? Nee, wenn es bei mir knackt. Habt ihr es knacken gehört? Nee. Echt nicht? Ein bisschen, gerade ein bisschen. Jetzt aber wirklich? Ich fand das ganz schön laut. Du nicht? Ich hab's gehört. Ja. ich auch. Naja, klar, natürlich. Ja. Spür ich das und höre das auch. Ja. Aber wir haben schon häufig von den Zuschauern gehört, wenn das Mikrofon quasi nicht direkt dran ist, dann hören die das häufig nicht. Mhm. Also wir brauchen irgendwann noch einen Mikrofonmann, der dann immer so die ganze Zeit ein Mikrofon dran ist. Nicht die Beine auf den Rücken, bitte. Ein Stück nach oben. Das Gefühl, dass ich schon viel platter auf der Liege liegen kann. Also nicht mehr. Sonst habe ich oft das Gefühl, dass meine Hüfte vielleicht auch so in Hohlkreuz zieht. Ja. Wegen den verkürzten Muskeln, was ich eben benutze. Ja, sowas. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich viel platter liegen kann. Ja, das ist, wenn du jetzt liegst. Und das ist halt eben, wenn der Iliopsoas verkürzt und du gestreckt bist, dann wird er auseinandergezogen. Aber der Muskel an sich ist ja verkürzt. Das heißt, die Punkte, wo der einmal entspringt und ansetzt, die wollen sich voneinander entfernen. Da der aber verkürzt ist, geht das gar nicht richtig. Mhm. So, jetzt ist die Frage, was ist schwerer? Deine Beine oder deine Wirbelsäule? Deine Beine sind schwerer. Die sacken ab. Bumm. Mhm. Dann wird aber gleichzeitig halt eben die Lendenwirbel, die werden nach vorne gezogen. Und dadurch entsteht dann hinten das Hohlkreuz. Und wenn wir den Iliopsoas besser entspannt haben, mehr Länge, Länge heißt immer mehr Abstand zwischen Ursprung und Ansatz.
Muskel hat immer, der entspringt irgendwo und zieht dann irgendwo hin. Und diese Punkte, die müssen sich möglichst müssen weit voneinander entfernt sein. Und dann kannst du jetzt auch mit der Lendenwirbelsäule besser aufliegen. Ja? Gut. So. Dann muss ich nochmal so einen leichten. Gut, dann lege ich den mal weg. Und jetzt gucken wir mal, oben C1. Immer und durchaus auch eine besondere Stelle. Links deutlich mehr als rechts. Hier, merkst du, wie der da rauskommt? Mhm. Da? Hier ist eher so eine kleine Lücke. Ja? Und hier kommt er aber deutlich raus. Ich würde den ganz gerne noch stellen, aber nur, wenn das für dich okay ist. Mhm. Ich zeige dir jetzt, wo das hingeht. Und das Wichtigste ist, es darf 0,0 wehtun. Mhm. Eine ganz andere Scheiß, der tat weh. Mhm. Bis auf die Mobilisierung, oder? Unten tat er auch nicht weh. Mhm. So, hier oben kommt ein viel geringerer Impuls als unten und es darf halt nicht wehtun. Ich zeig dir einfach mal, wie das Ganze so aussehen würde. Achtung, Linda, ich muss mal hier die Armstütze machen. Ja. Okay, gut. Also da ist der Querfortsatz. Den möchte ich dir gerne etwas zur anderen Seite rüberschieben. Dafür nehme ich deinen Kopf hier ein bisschen beugen und bringe ihn dahin. Da. Und dann mache ich noch das. Ist das für dich okay? Mhm. Ja? Mhm. Gut. Okay. Alles okay? Mhm. Das war recht viel. Hast du das gemerkt? Mhm, das hat geknirscht. Ja, und das ging so von oben nach unten runter. Ja, so, ja. Das ging aber so. Ja. Das hatte so ein bisschen was vom Patronengurt von Rambo. Ja, wie als würde zum Beispiel vom Inliner dieser Verstall, dieser Raster so. Weißt du, wo ja, ja, genau, richtig, genau, weil das ja auch verschiedene, unterschiedliche Stufen sind. Das macht dann dat. Und bei dir ist jetzt, das war, boah, war da viel Druck drauf auf der Kapsel. Ja, ich habe das, wie gesagt, auch schon seit 8 oder 9, 10 Jahren und ich war auch schon mal zu so einer Atlas-Therapie, da hat man das immer nur so ein bisschen gedreht. Ja, ja. Weil ich immer davor Respekt hatte, ja. Aber irgendwie hat es sich gut angefühlt. Ich würde es jetzt nochmal machen, wenn es nochmal sein müsste. Gut, also das ist erstmal das Wichtigste. Das soll erstmal reichen. Mhm. Aber okay? Es hörte sich krass an. Ja, bin ich mal, also Linda, das hast du aber gehört, oder? Ja, absolut. Na, ich wollte gerade sagen, ja. Ja, das war jetzt nicht gerade normal. Hm? Da hat sich einiges gelöst. So, für mich ist jetzt eine Sache wichtig. Wenn in den nächsten 2 Tagen du auf der rechten Seite etwas Kopfschmerzen bekommen solltest, dann sagst du mir nochmal Bescheid. Dann würde ich die rechte Seite noch lösen. Ja? Da ist keine Wirbelverstellung, aber es könnte sein vom Druck her, dass das noch nötig ist. Aber für heute reicht das volle Kanne. Mhm. Okay? Mhm. Also es kann sein, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Aber ich sag's dir einfach mal. Okay? Mhm. Kannst du jederzeit anrufen, kommst du kurz rein und löse ich dir, alles cool. Wenn dann. Mhm. So. Kann ich mal deine Faust haben? Die? Ja. Fertig. Unten haben wir kontrolliert. Das, gelöst. Ja, cool. Wir quatschen noch. Hm? Reicht? Ja. Reicht, ne? Ja. Hm. Ach, ich darf die Beine nicht mehr überschlagen. Sehr gut.
funktioniert doch, der Input. Jetzt hat unsere Cheftherapeutin Linda gerade in der Pause gesagt, aber wenn das so knackt auf der Seite, dann machst du eigentlich immer die andere Seite. Ja, das meinte ich damit, habe ich gerade kurz erklärt. Stimmt. Deswegen, wenn in den nächsten 2 Tagen noch was aufkommt, dann mache ich das. Aber es war bei dir jetzt so viel heute, dass mir das reicht. Und das muss nicht unbedingt. Du wirst jetzt wahrscheinlich schon eine Spannung spüren auf der rechten Seite, wenn das nötig wäre. Ja? Ich sehe davon heute ab. Weil für mich ist das immer so quasi so, wenn ich anfange zu behandeln, dann bin ich bei 0% Anstrengung und was dein Körper zu leisten hat. Jetzt aber gerade war ich schon bei 100%, also fast maßvoll, reicht, vollkommen für heute. Mehr möchte ich dein Körper, ich muss immer einschätzen können, wie viel Energie hat dein Körper zum Reparieren für das Ganze, was ich jetzt auch heute gemacht habe. Und dafür reicht das. Ja, wie fühlt sich denn jetzt? Gut. Ja? Also, ja. Also, nicht gut. Also, weiß nicht, so befreit. Und so wir haben bei dir. Ja, und wir haben bei dir ja tatsächlich auch erst so Sichtbefund, war überhaupt nichts, ne? Statik, kann ich nochmal sagen, finde ich gut. Das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen an sich, trotz deiner anhaltenden Beschwerden. Aber dann gab es diverse Testungen, die ja sehr aufschlussreich waren. Ob es jetzt das ISG war, dein erster Halswirbel. Dein Iliopsoas-Bereich zum Beispiel halt. Ne? Da werde ich dir gleich auch nochmal zeigen, wie du das dehnen kannst. Unsere Zuschauer kennen das schon en masse. Ansonsten guckt bitte bei uns auf der Seite. Da haben wir auch genügend Übungsvideos, nicht nur unsere Behandlungsvideos, sondern auch die Übungsvideos, wie ihr die Hüftbeuge zum Beispiel auch verlängern könnt. Das zeige ich dir jetzt gleich nochmal. Ne? Und die Drehdehnlagerung zeige ich dir auch noch, wie du das ISG mobil halten kannst. Das sollte so in so eine gewisse Routine abends werden. Das ist eine Minute, vielleicht 2. Das war's. Wenn du das mit einbringst jetzt auf die Behandlung, dann wird das Ganze sehr gut in Bewegung bleiben. Man weiß es allerdings nicht. Man muss ja jetzt ehrlich sein, 8, 9, 10 Jahre ist das jetzt schon her. Da kann ich jetzt nicht behaupten, ey, jetzt läuft alles. Ich kann nicht behaupten, aber mache ich nicht. Ja. Du spürst das jetzt mal 2 Wochen nach und dann telefonieren wir. Mhm. Dann gucken wir, ob wir eventuell nochmal nachbehandeln oder nicht. Mhm. Okay? Mhm. Die nächsten 2 Tage keine Belastung, viel bewegen, aber ohne Belastung. Du darfst reiten, darfst du. Mhm. Mhm. Aber nicht einseitig tragen, nicht Stall ausmisten, kein Heu tragen oder sonst irgendetwas auf einer Seite. Bitte. Das wäre wichtig, weil sich das sonst total easy wieder zurückstellen kann. Ja. Mhm. Okay. Fragen? Nee. Sind wir uns einig? Ansonsten, wenn irgendwas ist, kontaktierst du mich. Du hast meine Daten insofern. Ne? Okay, gut. Ja, zum Schluss grüße ich dich noch, der zugeschaut hat. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Bin mal gespannt, was ihr alles gehört habt. Wir haben einiges gehört, ne? Unten im Beckenbereich und in der Halswirbelsäule auf jeden Fall. Und vielleicht hast du heute auch wieder ein bisschen was gelernt. Denk nochmal dran, Sias, was heißt das? Dann kriegst du eine Behandlung umsonst hier vor der Kamera und lernst endlich auch mal Linda kennen. Also insofern, ne, schreib das mal unten in die Kommentare. Ansonsten gib uns gerne einen Daumen nach oben und denk dran, bitte, Kanal abonnieren ist kostenfrei. Komplett ohne Kosten. Ja, und ansonsten schalt einfach beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.